Yo, hallo Freunde! Dorothy A.D., 1904 in Großbritannien geboren, fiel im Alter von knapp 3 Jahren die Treppe hinunter. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen und man dachte, sie würde nie wieder aufwachen. Zur Überraschung aller wachte sie doch auf und war sogar ansprechbar. Im Laufe der Zeit fing sie an, wiederkehrende Träume zu haben, von denen sie Bilder malte, die ein großes Gebäude mit langen Säulen zeigten. Häufig wachte sie nachts auf und bat darum, nach Hause zurückkehren zu dürfen. Ungefähr ein Jahr nach dem Unfall besuchte sie mit ihren Eltern das britische Museum. Als sie die ägyptischen Räume betraten, löste sich das Mädchen von der Hand ihrer Mutter, rannte auf die Statuen zu und küsste ihre Füße. Überglücklich und vor Freude strahlend erklärte sie, dass dies ihr Zuhause sei. Von dieser Zeit an zeigte sie ein außerordentliches Interesse am alten Ägypten. Sie besuchte regelmäßig das Museum, wo sie bei Professor Ernest Wallace lernte, Hieroglyphen zu lesen. 1930, als sie noch Ägyptologie studierte, reiste sie zum ersten Mal zum Nil, wo sie einen ägyptischen Studenten heiratete. Sie hatten einen Sohn, den sie Seti nannten. Seitdem nannte sie sich Om Seti, was Mutter von Seti bedeutet. Für sie war klar, dass sie einst Bent Reshid war, eine Priesterin und Dienerin am Hof von Seti, dem zweiten Pharao der 19. Dynastie. In einem geheimen Tagebuch gestand sie auch, dass sie die heimliche Geliebte des Pharaos gewesen war und dass die beiden eine leidenschaftliche Affäre hatten. Sie lebte, bis sie verstarb 1981 in der ägyptischen Stadt Abydos und arbeitete Seite an Seite mit Ägyptologen zusammen. Sie war die erste Frau, die vom obersten ägyptischen Altertumsrat angestellt und erforscht wurde. Selbst diejenigen, die an ihrer Wiedergeburt zweifeln, können nicht verstehen, wie diese Frau in der Lage war, bestimmte Orte und die Lage eines Gartens neben dem Tempel von Seti genau zu bestimmen. Als die Existenz dieses Gartens noch ein Rätsel war, sagte sie genau voraus, wo man graben musste, um ihn zu finden. Und das ist nicht alles, sie sagte auch voraus, wo es einen unterirdischen Tunnel gab und der tatsächlich neben Ausgrabungen im Norden des Tempels gefunden wurde. Interessante Story, glaubt ihr daran? Und glaubt ihr vielleicht an Wiedergeburt? Dann lasst es mich wissen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.